sehr froh, hier zu sein. Es fühlt sich sehr, sehr gut an, auch in der Mannschaft. Die machen es mir sehr leicht. Je suis arrivé depuis une semaine, je trouve que les entraînements sont bien, je prends du plaisir. Ja, erstmal geht es für mich natürlich erstmal gut, hier anzukommen und zu zeigen, warum ich auch geholt wurde und meine Qualitäten einzubringen. Und dass Borussia Mönchengladbach ein Verein ist, wo ich mir grundsätzlich vorstellen kann, auch länger zu bleiben, ist klar. C'est vrai qu'avec Magny, on s'entend très bien, on se connaît depuis qu'on est au centre de formation. On a la chance de se retrouver ici. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre avec lui, c'est-à-dire que je vais chez lui. Donc l'adaptation est encore plus facile. Donc il me donne des petits conseils, comment se passent ses entraînements. C'est lui qui me montre où est le petit déjeuner, comment il faut manger, tout ce genre de choses. Et franchement, je suis vraiment heureux de le retrouver. Für mich macht es natürlich schon was aus, dass ich dieses Stadion schon erlebt habe und diese Fans erlebt habe und eigentlich mit jedem, den ich gesprochen habe, auch nur Gutes gehört habe. Also ich bin auch gut befreundet mit Brelem Mbolo zum Beispiel, mit dem ich auch gesprochen habe. Und ich habe durchweg positive Sachen gehört, auch über die Mitarbeiter hier, dass es ein sehr familiärer Club ist. Und all diese Dinge haben mir gesagt, dass es der richtige Ort für mich ist. Und ja, deswegen bin ich hier. C'est vrai que la Bundesliga c'est un championnat très, très offensif et en France on a la chance de produire des joueurs offensifs avec de la qualité et je pense avec mes qualités je peux apporter dans le championnat et franchement quand je regardais la Bundesliga avant ça me donnait envie. C'est le 1 contre 1, j'aime beaucoup prendre le 1 contre 1. Ma qualité de centre, de passe, j'aime beaucoup faire des passes décisives. C'est vrai que buteur c'est mieux, mais moi j'aime faire des passes aussi. Ja, ich habe damals nach einer Verletzung bei ihm mein Comeback quasi gegeben in der U23 und von den Zeiten haben wir immer mal wieder Kontakt gehabt, ganz gutes Verhältnis und natürlich jetzt in den letzten Wochen ist das wieder mehr aufgeploppt und wir haben ein bisschen regelmäßiger Kontakt gehabt und ja, ich glaube, er macht einen sehr, sehr guten Job. Ça va bien ou quoi? La forme?